Hey, wurde aber Zeit, dass du kommst. Du wartest hier draußen und hältst die Augen offen. Ich gehe allein rein. Vielen Dank, Mrs. Newton. Beehren Sie mich wieder. Hallo, Billy. Was darf denn sein? Rusty Bradford. Wo ist der Angeber? Er hat mir sagen lassen, ich soll vor Sonnenuntergang verschwinden, sonst kriege ich es mit ihm zu tun. Und weil ich ihm den Weg ersparen wollte, bin ich hergekommen. Vielleicht wollte er nur bleiben, aber das werden wir ja sehen. Ich weiß, dass er fast jeden Nachmittag hier ist. Wo ist er? Willst noch einer versuchen? Wir knöllten da herum. Billy Carson, und er ist verdammt scharf auf dich. An deiner Stelle würde ich mich sofort aus dem Staub machen, Rusty. Der Kerl ist der schnellste Zieher, den ich je gesehen habe. Die reinste Klapperschlange. Und Barlow hat gesagt, er zieht sicher den Schwanz ein und verschwindet. Ich verschwinde lieber. Ja, hau ab. Aber was soll ich denn Barlow sagen? Dass ich nicht lebensmüde bin. Und das nächste Mal schieße ich. Wallace stand doch gerade noch an der Tür. Wo ist er hin? Bradford. Und keine Zecken. Du hast doch gesagt, dass das Tal zu klein für uns beide ist. Du hattest recht. Genau so ist es. Was willst du machen? Mich wie einen räudigen Hund abknallen? Würdest du mir eine Chance geben, wenn ich vor deiner Kanone stünde? Klar, ich war doch auch fair. Du hattest genug Zeit, von hier zu verschwinden. Ich dachte, du rennst genau wie die anderen. Wenn ich's getan hätte, wärst du enttäuscht gewesen. Enttäuscht? Wieso? Dann hättest du von Barlow und Taylor nicht dein Kopfgeld gekriegt. Du warst ihnen im Weg. Deshalb sollte ich dich umlegen. Ich hätte dir auf jeden Fall eine Chance gegeben. Ich bin nicht feig. Revolverschwinger wie du geben niemand eine faire Chance. Aber ich gebe dir jetzt eine, Bradford. Was für eine? Beweg dich mal. Ich gebe dir jetzt die schlimmsten Prügel, die du je gekriegt hast. Und dann werde ich dich aus dem Tal jagen. Schnell verduften. Barlow und seine Killer werden gleich hier sein. Und Bradford, ist er hin? Ja,
Wir haben uns geprügelt, aber dann zog er den Derringer. Das war Notwehr, er ist selber schuld. Trotzdem sollten wir eine Fliege machen, bevor Barlow hier kommt. Wir müssen uns beeilen, du machst schon. Stehen bleiben, Carson, und Hände hoch. Ach so, Sie sind's, Barlow. Sie wollen wohl Bradford holen. Sie haben also Bradford erschossen. Ja, Sie hätten sich einen besseren Killer kaufen sollen, Barlow. Wieso? Ist doch alles in Ordnung, denn dafür werden Sie hängen. Und ich habe den Strick schon mitgebracht. Wissen Sie, Barlow, Sie und Taylor wollten mich schon lange loshaben. Und diesmal wird's uns auch gelingen. Das wird das Gericht entscheiden, nicht Sie. Gerichtsverfahren kosten Geld. Denken Sie an die Steuerzahler. Carson, Sie haben uns verdammt viel Ärger gemacht. Deswegen werde ich dem Staat die Kosten ersparen. Weißt du, der redet mir zu viel. Das war mein Glück, Fuzzi. Komm, nichts wie weg. Na, tschüss. Hey, da kommen Barlows Männer. Sollen wir sie fertig machen? Nein, wir werden noch Ärger genug kriegen. Komm. Naja. Beide Seiten des Canyons. Carson darf auf keinen Fall entkommen. Was ist denn mit dir passiert? Ich hatte Carson schon vor dem Revolver. Da fiel mir das Fenster auf den Kopf. Bradford liegt drin und ist tot. Was ihr zu tun habt. Sag mal. Komm doch rein, Barlow. Und Sie auch, Taylor. Ist Willi Carsten vielleicht hier? Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Oh, und ich dachte schon, es wäre Billy. Der Mann ist ja fast zu beneiden, Pat. Er hat versprochen, dass er zum Mittagessen kommt. Sieht so aus, als ob er Sie diesmal enttäuschen wird. Billy hat seine Freunde bis jetzt noch nie enttäuscht. Tja, und jetzt dann wird er in Wolf Valley wahrscheinlich überhaupt keine Freunde mehr haben. Hey, was suchen Sie denn da, Taylor? Ihr Essen riecht verdammt gut, Ma. Die Männer haben genau dasselbe Essen draußen in der Hütte. Wenn sie Hunger haben, werden die ihnen sicher was abgeben. Danke für die Einladung. Was war das mit Billy? Wir suchen ihn dringend wegen Mord. Was? Billy hat Rusty Bradford heute ermordet. So ein Unsinn. Billy Carson hat noch nie jemand ermordet. Weiß der Sheriff denn schon Bescheid? Dafür haben wir jetzt keine Zeit, sonst ist der Kerl schon über alle Berge. Unsere Männer durchkämmen das ganze Tal. Das klingt aber sehr nach Selbstjustiz. Nein, wir wollen ihn nur einfangen. Ma, da ist doch was faul. Ich habe Angst, dass sie... Blödsinn. Nur keine Sorge, Kind. Barlow wird dafür sorgen, dass ihm nichts geschieht. Na klar, er kriegt eine faire Verhandlung. Das wusste ich doch gleich. Ich würde euch ja zum Essen einladen, aber ich weiß, dass ihr es eilig habt. Trotzdem, vielen Dank. Vielleicht ein anderes Mal? Ja, gerne. Spann den Wagen an, Pat. Wo willst du hin? In die Stadt. Der Sheriff und Richtereien sollen sofort was unternehmen. Aber du hast doch gesagt... Ist doch egal, was ich sage. Los, beeil dich, Kind. Lass niemand hier raus, verstanden? Und wenn jemand rein will, was dann? Lasst jeden rein, außer Carson. Wenn der auftaucht, erschießt ihn. In Ordnung. Musik.
sie auf! Hey! Halt! Anhalten! Hi! 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 Lass die Pferde los oder fang an zu beten. Aber nicht doch. Lass das mal. Ach, ihr hinterhältigen Kojoten. Was willst du mit meinem Revolver? Nur reg dich nicht auf, Ma. Wie lange hast du das Ding nicht benutzt? Hier läuft ja nicht jeden Tag so ein Stinktier wie du durch die Gegend. Wenn du das nächste Mal Kess werden willst, dann schau nach, ob du auch neue Patronen drin hast. Die waren schon abgeschossen. Jetzt dreh die Karre um und dann zurück zur Ranch. Mir hat keiner Vorschriften zu machen. Verstanden, du Flegel? Wir haben unsere Befehle. Niemand verlässt die Ranch. Wer hat das befohlen? Barlow und Taylor. Also los zurück, sonst werden wir unfreundlich. Was denkst du dir eigentlich? Ich zieh dir gleich... Tu, was er sagt. Na gut. Im Moment kann ich nichts machen, aber ich warne euch. Wer einmal mit Mark Clark so umgesprungen ist, wird's noch bitter bereuen. Kerle ein, mich auf meiner eigenen Ranch einzusperren. Selbst dein Vater hätte nie gewagt, so mit mir umzuspringen. Das schwöre ich dir. Seit einem Jahr nun versuchen Barlow und Taylor, mir das Fell über die Ohren zu ziehen. Diese Schleimscheiße und falschen Hunde. Du bist nicht die Einzige, die darauf reingefallen ist. Also mach dir keine Vorwürfe. Ach, ich war dumm, Kind. Total verblendet. Billy war der Einzige, der erkannt hat, was passieren würde. Als alle Geschäfte in ihrer Hand waren, hat er uns gewarnt, aber... Wir haben nicht auf ihn gehört. Und jetzt denken Sie, Ihnen gehört ganz Wolf Valley. Es ist ja fast auch so. Aber meine Ranch kriegen die Hundesöhne nie. Aber die werden noch erleben, was es heißt, sich mit einer waschechten, revolverschwingenden Western-Lady anzulegen. Ach, wenn ich mit denen fertig bin, dann wird Ihnen klar sein, dass ich weiß, wie man mit räudigen Kojoten umgeht. Nun beruhige dich doch wieder. Wir müssen überlegen, wie wir Billy helfen können. Ja, du hast recht. Jetzt wollen wir mal sehen, was dieses neumodische Telefon kann. Ruf den Sheriff an. Nein, warte! Ruf Richter Ryan an. Nein, warte! Wieso nicht gleich den Oberhain? Ruf den Gouverneur an. Ach, gib schon her. Ich werde selbst mit ihm reden. Na, dem werde ich was erzählen. Er soll uns sofort die Miliz schicken und dann reiten wir direkt in Barlows Laden und jagen die zwei Kerle so schnell aus der Stadt, dass sie beten, sie wären nie geboren worden. Und dann ist unser Wolf Valley wieder der ruhigste Platz auf der... Wieso höre ich denn nichts? Keinen Ton. Die Leitung ist gestört. Na, warte. Los, lad den Revolver. Wir fahren jetzt in die Stadt und wenn wir uns den Weg durch den ganzen Banditenhaufen freischießen müssen. Na, warte, diesmal haben wir scharf geladen. Den ersten Mann, der sich mir in den Weg stellt, pumpe ich voll Blei. Aber wir können es doch nicht mit allen aufnehmen. Wieso können wir das nicht? Ich habe mit deinem Vater gegen Rothäute und sonstiges Gesocks gekämpft. Lad endlich den Revolver.
bleibt er mir das Herz stehen, so hast du mich erschreckt, Ma. Wo ist Billy? Er ist auf dem Weg in die Stadt. Lüg mich gefälligst nicht an, Fuzzy Jones. Naja, ich lüge nicht. Billy sitzt in der Klemme. Er will sich dem Sheriff stellen und ihm alles erklären. Es war ein Notwehr. Billy ist überzeugt, dass Richtereien kein Balomann ist und dass er eine faire Gerichtsverhandlung kriegt. Donnerwetter, unser Billy ist schlauer. Ma vergisst immer, wie stark sie ist, wenn sie sich aufregt. Oh Quatsch, ich habe ihm nicht wehgetan, das war nur ein kleiner Liebesklaps. Wegen Liebesklaps, wenn das so Richtereien erfährt. Aber Fuzzy, du weißt doch, dass ich dich genauso liebe wie den guten alten Richtereien. Und wenn wir zwei uns mal etwas an... Halt mal, da ist nichts mehr. Ich bin noch nicht im heiratsfähigen Alter. Vielleicht änderst du deine Meinung, wenn du erst mal meine Syrupfannkuchen probiert hast. Nein, danke. Ich Komm mit. Hab gar keinen Hunger. Aha. So was Dummes aber auch. Ja. Hiermit ist die Sitzung eröffnet. Richter James Ryan hat den Vorsitz. Tja, also. Bevor wir den anstehenden Fall der Staat gegen William Carson verhandeln, würde ich gerne noch über eine andere Sache reden. Als ich heute Morgen aufwachte, fand ich diesen Brief auf dem Fußboden meines Zimmers. Es muss ihn mir jemand in der Nacht unter der Tür durchgeschoben haben. Lass mich mal sehen, Jim. Nicht doch. Lass das bitte mal. Dieser Brief geht dich nichts an. Oh doch, alles was dich angeht, geht auch mich was an. Gib mir den Brief, Jim. Hör mal zu, Ma. Das ist hier ein ordentliches Gericht der Vereinigten Staaten und da muss man sich auch ordentlich aufführen. Welches Weib versucht dich mir auszuspannen, Jimmy? Ruhe, Ruhe! Ich setz endlich Ruhe! Also hör mal, Ma, würdest du dich freundlicherweise wieder hinsetzen? Du störst mich! Und der Brief, Richter, was steht denn da drin? Hm? Der Brief, oh ja, richtig, der Brief. Irgendein dreckiges, räudiges und gemeines Stinktier hat angedroht, dass er mich umbringt, falls ich Billy Carson nicht verurteile. Aber den Brief zu unterschreiben, war der Kerl zu feige. Fuzzy Jones, komm hier rauf! Also mal, du glaubst ja nicht etwa, dass ich den Brief geschrieben habe? Natürlich nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall vorbereitet sein. Der Richter muss beschützt werden. Und wir zwei sind genau die Richtigen dafür. Mhm. Hey, vorsichtig! Leg den Schießprügel ganz brav dahin. Weißt du, ich brauche keinen Leibwächter. Ich kann gut auf mich selbst aufpassen. Na, einen Schutz in Ehren soll niemand verwehren. Sei nicht so stur und sag endlich, was du sagen wolltest. Oh ja, ich will mich mit dir auch gar nicht streiten, nicht? Auf dem Weg zum Gericht wurde auf den Angeklagten ein hinterhältiger Mordanschlag verübt. Dank unserem Sheriff ist der Meuchelmörder dabei selbst erschossen worden. Ja, vielleicht hast du noch jemand Lust, eine Mordanklage gegen Carson zu erheben? Dann soll er es hier und jetzt tun, wenn er die Nerven dafür hat. Jetzt reicht's aber zum Donnerwetter noch mal. Wer führt hier die Verhandlung? Du? Sie, Richter. Wir wollen dir doch nur helfen. Pass mal auf, dies ist hier mein Gericht. Und ich führe solche Gerichtsverhandlungen schon seit Jahren auf meine Art. Und deswegen will ich von euch zwei kein einziges Wort mehr hören. Habt ihr verstanden? Es gibt keinen Grund, sich zu aufregen. Ruhe, verdammt! Wer ist der Aufgeben? Wer ist aufgeben? Und das geht für euch da hinten ganz genauso. Verstanden? Wenn noch einer... Meine Mann, das sei so freundlich. Das ist ja nett von dir. Nun verlier doch nicht gleich die Nerven. Ganz ruhig bleiben, Jimmylein. Sag nicht immer Jimmy zu mir. Wir sind hier nicht privat. Oh. James, das hast du doch sehr gerne gehabt, wenn ich Jimmy zu dir sagte. Na klar, stimmt genau. Ich war selbst dabei, wie sie das gesagt hat. Sie hat Jimmy gesagt. Verdammt! Zum letzten Mal, wenn ich noch ein einziges Wort von einem von euch beiden höre, dann werfe ich euch wegen Missachtung des Gerichts ins Gefängnis. Habt ihr gehört? So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt der Verhandlung. William Carson, würden Sie bitte mal aufstehen? Sie sind angeklagt wegen Mord an...
Rusty Bradford, wie bekennen Sie sich? Nicht schuldig, Euer Ehren. Natürlich ist er nicht schuldig. Jeder Idiot weiß das doch. Hört zu, ich versuche unter größten Anstrengungen kühl, ruhig und gefasst zu bleiben, Fussi. Das würde ich dir auch raten. Denn sonst kriegst du noch eine Magenverstimmung und kotzt hier alles voll. Also, ihr zwei. Man hat mich immer als einen äußerst verständnisvollen Menschen betrachtet, Herrschaften. Aber ich warne euch. Wenn ich noch ein einziges Wort von einem von euch beiden höre, dann werdet ihr jahrelang Tüten kleben, habt ihr verstanden? Wo waren wir stehen geblieben? Ich hatte mich nicht schuldig bekannt, Euer Ehren. Oh, da sind Sie. Ja, richtig. Danke. Setzen Sie sich wieder. Also, dann hören wir jetzt mal den Kläger, bitte. Das sind Sie, Barlow. Kommen Sie doch hier mal rauf. Nehmen Sie euch an. Na ja. Schwören Sie die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit, so helfe Ihnen Gott. Ich schwöre. Also, Sie haben die Strafanzeige gestellt. Was haben Sie dazu zu sagen? Dass Billy Carson Rusty Bradford erschossen hat. Waren Sie dabei, als die Schießerei stattfand? Nein, war ich nicht. Wie können Sie dann so eine Behauptung aufstellen? Ja, das frage ich mich allerdings auch noch mal, ihr zwei. Ich habe euch doch vorhin gesagt, was jetzt passieren wird. Ich studiere als Billys Anwalt. Ja, und ich auch. Also beantworte mir die Frage, falls du kannst. Euer Ehren, Bradford hat mir gesagt, dass Carson hinter ihm her war. Das habe ich aber nun genau umgekehrt gehört. Hat sonst noch jemand gehört, dass er das gesagt hat? Tja, also, das weiß ich nicht. Aha. Tja, ohne konkrete Bestätigung kann ich Ihre Aussage nicht als Beweis anerkennen. Euer Ehren? Ja? Es sind sicher einige Leute hier im Saal, die gehört haben, dass Rusty Bradford gedroht hat, Billy zu töten. Das werden wir gleich feststellen, ne? Wenn sich hier jemand befindet, der gehört hat, dass Bradford Carsons Leben bedroht hat, so möge er aufstehen. Schreib dir den Namen der Männer genau auf.